Und wir wollen euch gemeinsam heute zeigen, was? Okay, das wird spannend. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Vor einer Weile habe ich ein Video gedreht mit Tipps, wie man eine Bewerbung schreibt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, findet ihr es nochmal hier und ansonsten auch in der Infobox. Wie ihr mit Sicherheit schon mitbekommen habt, unterstütze ich dieses Jahr die Ausbildungskampagne von Rewe und gemeinsam wollen wir euch mit diesem Video hier zeigen, worauf es im Bewerbungsgespräch ankommt. Also angenommen, das hat gut funktioniert und ihr wurdet zu einem Gespräch eingeladen. Ich freue mich, wenn ihr mir nachher auch euer Feedback in den Kommentaren da lasst und mir von euren Erfahrungen berichtet. Da sind sicher einige spannende Geschichten dabei. Und jetzt geht's los mit dem Video. Was sollte man wissen vor dem Gespräch? Klar, ihr geht in ein Unternehmen und ihr möchtet denen natürlich zeigen, warum die sich für euch entscheiden sollten. Ganz egal, für was ihr euch jetzt beworben habt, sei es eine Ausbildung, ein Praktikum, ein Nebenjob oder eine Vollzeitanstellung. Wenn man im Internet eingibt, was werden im Bewerbungsgespräch für Fragen gestellt, dann findet man ja super viel und auch super viele Standardantworten. Ich denke aber viel besser als das und viel besser als meine Erfahrungen sind die Tipps von einem Profi. Deswegen war ich in der Rewe-Zentrale und habe Herrn Gutt getroffen. Und was der mir verraten hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, also Herr Gutt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um ein paar meiner Fragen zu beantworten. Ich habe auch so meine Zuschauer gefragt, ob die irgendwas interessiert. Und eine Frage, was mich persönlich interessiert und wahrscheinlich auch die meisten da draußen ist, wenn man sich vorbereitet, was sind denn so Standardfragen, mit denen man eigentlich fast immer rechnen kann? Also ich glaube, die Frage, die immer kommt, ja, das kann man sich schon wirklich bereitlegen, ist, warum diese Ausbildung oder warum diese Berufswahl? Okay. Das ist ein Thema, das ist durchgängig eigentlich Standard, ne, weil man einfach wissen will, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man sich halt für eine bestimmte Richtung dann halt entscheidet. Und eine weitere Frage ist immer das Thema, warum dieses Unternehmen? Jetzt findet man ja viel, wenn man irgendwie googelt, typische Fragen im Bewerbungsgespräch, dass ganz viel auch nach Stärken und Schwächen und so gefragt wird. Also würden Sie schon so allgemein empfehlen, ehrlich zu sein, ja, was die Schwächen angeht, aber gleichzeitig auch noch so irgendwie mitzuzeigen, ich arbeite an meiner Schwäche oder wie man konkret an der Schwäche vielleicht arbeitet? Ja, genau, ganz genau. Einfach okay, zu sagen, ja, da habe ich einen Punkt, da weiß ich, da kriege ich auch ein Feedback. Das ist nicht so optimal im Berufsleben, aber ich habe es entdeckt und ich arbeite dran. Und das ist bei uns doch ganz normal, dass jeder irgendwo einen weißen Fleck hat oder irgendetwas besser machen könnte oder die Erwartungshaltung ist, das besser zu machen. Wenn wir jetzt gerade über Offenheit und über Ehrlichsein sprechen, wie verhält es sich denn mit so besonderen Faktoren, sage ich jetzt mal? Also wenn man zum Beispiel tätowiert ist oder wenn man Piercings hat oder vielleicht wenn man auch irgendeine Art von Behinderung oder sowas hat. Tätowierung beispielsweise oder Piercings, das ist, glaube ich, alltäglich. Was wir aber merken, das Thema Behinderung oder ein Handicap, ein Handicap zu haben, ist für viele immer noch so eine Hemmschwelle, darüber offen zu sprechen, weil halt bestimmte Vorbehalte vielleicht auch befürchtet werden. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil wir halt schon auch Interesse haben, Mitarbeiter mit Handicap auch zu finden, weil wir zig Einsatzgebiete haben in der IT oder allgemein in der Verwaltung, aber auch in unseren Märkten. Wie genau wird denn auf die einzelnen Noten geschaut, wenn man sich jetzt bewirbt? Also zählen die einzelnen Noten, die man irgendwie hatte, sei es jetzt in der Schule oder auch vielleicht im Studium oder wie auch immer, oder ist die Abschlussnote relevant? Also wir gucken uns schon einzelne Noten an. Also jetzt bei der Schule ist natürlich Deutsch, Mathe ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da, wo wir halt internationale Einsatzbereiche haben, gucken auch natürlich auf Fremdsprachenkenntnisse und dann natürlich die Gesamtnote, ne, was beim Studium auch eine Rolle spielt. Aber auch da die Frage, was ist relevant? Aber Note ist nicht alles. Okay, also wir haben ja so den Trend, genau, wir haben so den Trend zu sehr, sehr guten Noten. Mhm. Ja, also gerade beim Abitur, ich glaube, in Deutschland gab es noch nie so viele 1,0 Abiturnoten. Echt? Wie momentan, ja. Also wow, es ist wirklich ein ganz verrückter Trend. Also deswegen sind wir da halt sehr differenziert unterwegs und schauen uns neben den Noten natürlich auch die Person an. Ne? Also uns ist ja wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten und halt so mit Beweggründen. Thema Aufregung. Alle, die vielleicht Prüfungsangst haben oder auch einfach nur Angst vor solchen Situationen, wissen ganz genau, wie man sich dann fühlt. Haben Sie da irgendwie einen guten Tipp, was man da
machen kann. Naja, was ist denn schlimm daran, wenn der Gegenüber merkt, dass man aufgeregt ist? Ne? Also das ist ja so die erste Frage. Warum ist das schlimm? Ne? Also daran erkennt man ja auch, dass jemand echt auch Interesse hat und da auch was erreichen will. Ne? Nur deswegen kommt ja auch die Aufregung zustande. Auch ich bin immer noch aufgeregt vor Präsentationen oder vor so Interviewsituationen. Aber ich glaube, dass man einfach mit der Zeit ein bisschen selbstbewusster wird. Früher war ich viel unsicherer und heute weiß ich einfach, was ich kann und ich weiß, wofür ich stehe und ich weiß auch, welche Qualitäten ich mitbringe, die anderen nutzen könnten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. So Glaubenssätze haben, von wegen, ich kann das, ich weiß das, ich schaffe das. Und das müsst ihr euch einfach selber sagen. Und wenn ihr es euch selber immer wieder sagt, dann glaubt ihr es. Und wenn ihr es glaubt, dann könnt ihr es auch ausstrahlen. Ein Tipp, der mir hilft, ist tatsächlich mit einem Spiegel sprechen. Klingt ein bisschen seltsam, aber da ist man gleichzeitig so etwas abgelenkt, weil wenn man einfach nur so durch die Luft guckt und irgendwas so redet, dann ist man ja nicht fokussiert und in einem Bewerbungsgespräch wird es nicht so sein, dass ihr so auf die Fragen antwortet. Und wenn ihr mit einem Spiegel sprecht, dann sprecht ihr ja mit eurem Spiegelbild und müsst euch selber in die Augen gucken und seht einen Mensch sozusagen. Und mir persönlich hilft das einfach, auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Ich habe gelesen, dass eine kurzfristige Hilfe gegen Aufregung sein kann, wenn man rückwärts zählt. Also fangt ihr bei 50 an, 49, 48, 47 und zählt einfach rückwärts runter. Und das kann man dann wirklich machen, während man wartet, dass man in den Termin reingeht zum Beispiel. Also wirklich so richtig kurzfristig. Da kommt man nochmal auf andere Gedanken, muss sich so kurz in eine andere Richtung konzentrieren und die Nerven können sich einfach so ein bisschen entspannen sozusagen. Probiert das mal aus. Und wenn ihr es ausprobiert und das geklappt hat, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Team Kaffee oder Team Schwarztee seid und ihr sehr aufgeregt seid, dann lasst das bleiben. Jetzt habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass man nicht so die Fragen beantworten sollte. Körpersprache. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Mensch, der euch im Bewerbungsgespräch gegenüber sitzt, schon unzählige dieser Gespräche geführt hat. Dem könnt ihr nichts vormachen. Und ein Zeichen für Unsicherheit ist einfach, wenn man dem Gegenüber nicht in die Augen schauen kann. Deswegen ist das wirklich super wichtig. Ich weiß, das ist schwierig, deswegen wieder das Spiegelding. Das kann man ein bisschen üben. Trainiert das mit anderen Leuten. Augenkontakt ist ganz, ganz wichtig, um Selbstbewusstsein auszustrahlen. Und dann natürlich auch eine aufrechte Haltung, ein aufrechter Gang. Und nicht so viel an irgendwelchen Sachen rumspielen. Mädels, am besten macht ihr die Haare zu, dann ist da keine Gefahr, dass man da irgendwie rummacht. Einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlen, weil ihr könnt das. Und ihr habt eine Bewerbung hingeschickt und zwischen all den anderen, die auch eine hingeschickt haben, wurdet ihr eingeladen zum Gespräch. Also irgendwas habt ihr ja wohl, was denen gefällt. Also seid überzeugt von euch selber. Und wenn ihr überzeugt von euch selber seid, wie gesagt, dann sieht man das auch. So, ich hoffe, ich konnte euch gut auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten und dass da so ein paar Tipps dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder die euch helfen werden in Zukunft. Vielen Dank auch nochmal an Herrn Gutt von Rewe für seine Zeit und für die wertvollen Tipps, die er uns gegeben hat. Hier geht es jetzt nochmal zu meinem letzten Video mit Rewe. Wie schreibt man so eine Bewerbung? Worauf kommt es da an? Und wie findet man raus, wo die eigenen Stärken liegen? Schaut da gerne vorbei, sonst ist es auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.